Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Mike Tyson reagiert im Nachgang auf den Fight gegen Jake Paul mit klaren Worten und sein Team hat bei der Pressekonferenz im Nachgang, wo Mike nicht mal mehr anwesend war, auch noch einige Worte zu dem Kampf verloren. Die werde ich euch hier in diesem Video präsentieren. Wenn euch die Videos an der Stelle gefallen und ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, weil rund 80% der neuen Zuschauer, wo viele dazugekommen sind auf diesem Kanal, das noch nicht getan haben. Vielen Dank dafür und wir starten direkt los in das Video. Der Kampf Jake Paul gegen Mike Tyson war abzusehen, Freunde. Mein Herz hat es immer noch nicht ganz verkraftet und Netflix, wie gesagt, da brauchen wir nicht drüber reden. Die ganze Situation, das Streaming war so schlecht. Ich habe die ganze Zeit zu allen Leuten im Vorfeld gesagt, ey, das ist Netflix, so ein großer Anbieter, macht euch keine Sorgen. Aber Freunde, es sollen rund 120 Millionen Netflix-Accounts eingeschaltet haben weltweit. So viele Leute haben illegal gestreamt, die überall gebannt wurden, sei es YouTube, TikTok etc. Also wirklich krass, was da zustande kam. Zum Kampfverlauf, wie gesagt, nochmal Resümee zusammenfassen. Jake Paul hat Mike Tyson dominiert. Jake Paul hat sich für mich komplett zurückgehalten nach der dritten Runde, hat Mike auf jeden Fall nicht ausknocken wollen. Man hat gesehen nach Runde 2, Mike Tyson hatte keine Luft mehr, hat wirklich nicht viel Aktivität mehr gebracht und Jake Paul hatte mehr als doppelt so viele Schläge wie Mike Tyson. Also über den Kampfverlauf braucht man nicht großartig zu sprechen. Was jetzt im Nachgang passiert ist, da wurde Tyson von Ariel Helwani ja ganz klar und deutlich interviewt und er wurde gefragt, bist du überrascht, dass es über die volle Distanz ging? Mike sagte, nein, ich wusste, dass er ein guter Kämpfer war, ich wusste, dass er vorbereitet war, aber ich bin auch gekommen, um zu kämpfen. Als er erneut auf sein Alter angesprochen wurde, sagte der Reporter, wissen Sie, 58, viele Leute dachten, sie sollten gar nicht erst hier sein, viele Leute dachten, sie wären in der ersten Runde finished. Hast du das Gefühl, dass du der Welt bewiesen hast, dass du zumindest mit einem jüngeren Mann 8 Runden überstehen konntest? Und Tyson sagte, ich muss niemandem etwas beweisen, nur mir selbst. Ich bin keiner dieser Typen, der es der Welt recht machen will. Ich bin einfach nur glücklich über das, was ich tun kann. Und dann sagte Mike Tyson natürlich auch auf eine Frage von Ariel Helwani, wo er gefragt wurde, hast du Bock auf mehr? Was kommt dir in den Sinn? Und Tyson sagte, ja, maybe his brother, ne? Also möglicherweise Logan Paul, welcher auch im Ring stand. Und dass er bereit ist, das zu tun. Und ja, Mike will hier auf jeden Fall nochmal kämpfen. Logan Paul hat dann einfach nur schockiert geguckt und sagte, man, I'm fucking kill you. Ne? Ich werde dich töten, wenn wir gegeneinander kämpfen, so nach dem Motto. Und Mike sagte dann, hat darüber ein bisschen gelächelt. Und ich denke, das bedeutet fix, dass Mike Tyson im Nachgang auch nochmal gegen Logan Paul kämpfen wird. Ich finde das nicht so nice. Ich denke, Mike sollte es bei diesem Kampf belassen. Logan Paul ist ein schlechterer Boxer als Jake, aber trotzdem ist Logan ja einfach auch ein viel, viel jüngerer Gegner, der Mike, denke ich, auch über die Distanz besiegen würde. Deshalb muss ich das nicht nochmal sehen. Aber schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Das wär's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.